Kaufen Sie nur Unternehmen, in die Sie auch investieren würden, wenn die Börse 10 Jahre lang geschlossen bleiben würde. Dieser Satz stammt von Warren Buffett und er beinhaltet für viele Anleger enorm viele Wahrheiten und Informationen. Reden wir drüber mit Frank Benz, Vorstand der Benz AG Partner für Vermögen. Ein Kernpunkt dieses Satzes, Herr Benz, lautet ja, investieren Sie langfristig. Sind Langfristanleger denn automatisch auch die besseren Anleger? Ich denke, automatisch müsste es nicht sein, aber wir haben einen Vorteil. Wir haben weniger Transaktionskosten und vor allem muss ich mir natürlich im Klaren sein, dass ich einen entsprechenden Horizont mitbringe, wenn ich in Unternehmen investiere. Und die meisten Anleger haben natürlich nicht die Geduld oder sind der Meinung, sie müssen immer mal wieder ihre Strategie ändern. Hand aufs Herz, Herr Benz, bei dieser Vorgehensweise könnten da nicht auch spannende Investment- und Trendthemen verloren gehen? Das denke ich nicht. Es gibt wesentliche Untersuchungen in der Wirtschaftswissenschaft, wo man festgestellt hat oder wo man sogar nachgewiesen hat, dass wenn ich stark die Strategie ändere oder gewisse Trends, wie Sie es genannt haben, nicht verfolge oder nur teilweise verfolge oder sogar verschlafe, dass das nicht mal ausschlaggebend ist, sondern wichtig ist einfach, ich brauche eine Grundstruktur und ich brauche vor allem eine Ausdauer. Ich brauche einen Blick nach vorne und ein Gefühl, wie sich die Konjunktur, die Branche und das Unternehmen dann in der Dauer entwickelt. Wie finde ich denn Unternehmen, die ich 10 Jahre oder länger im Depot liegen lassen kann? Ist in der Zwischenzeit oder ist überhaupt relativ schwierig aus dem einfachen Grund. Ich muss natürlich verschiedene Kennzahlen mir anschauen. Dieser Unternehmen, ich muss mir über das Geschäftsmodell, über die Branche, vielleicht auch über den Cashflow, also über die Zahl, die generiert wird im Unternehmen auf Dauer oder in langfristigen Perioden, Kursgewinnverhältnisse, Dividenden oder Ähnliches. Also eine Menge Arbeit, die ansteht, wo die meisten Anleger nicht die Zeit und auch nicht die Möglichkeit haben, sowas umzusetzen. Können Sie uns ein, zwei konkrete Beispiele nennen? Ja, es gibt unter anderem, ich sag mal, Dauerläufer, die speziell im Nahrungsmittelbereich, also Ölfirmen zum Teil, haben wir sehr schöne dauerhafte Ausschüttungsmöglichkeiten. Man kann auch aus der modernen Zeit eine Apple nehmen, die zwar noch nicht so alt ist, aber in der Zwischenzeit auch sehr schöne Erträge generiert. Also man muss sich einfach für einen Weg entscheiden, nachdem man selektiert, dann kommt man auch an die Perlen ran. Eine andere Erkenntnis, die in diesem Satz von Warren Buffett steckt, lautet, gute Aktien überleben fast jede Krise oder gar Kriege. Ist das eine Interpretation, die Sie unterschreiben würden? Die würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Das Einfachste, was man machen kann, man würde nach Stuttgart gehen, würde in das Daimler-Benz-Museum gehen und würde einfach mal dieses Museum von der Draisine abschreiten bis heute und würde sehen, wie sich diese Gesellschaft, wie sich dieses Unternehmen dem Ersten Weltkrieg, dem Zweiten Weltkrieg oder auch den Entwicklungen der Weltwirtschaft angepasst hat und heute immer noch Autos produziert und nicht die schlechtesten. Ein einziger Warren Buffett-Satz, interpretiert von Frank Benz, Vermögensverwalter hier am Rande eines Kongresses. Danke, Herr Benz, für das Gespräch.